Mein Name ist Olli Rogisch, ich bin der sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen und ihr bekommt heute meine Traum-7. Im Tor nehmen wir Appelgren. Ich glaube, da könnte man jetzt auch einige nennen. Und wir hatten selber bei den Löwen sehr, sehr viele gute Torhüter. Aber er ist schon brutal, in welcher Konstante er die letzten Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hat. Und allein durch seinen Körper ist schon brutal, was er da für einen Körper ins Tor stellt. Von außen unglaublich schwer, die freien Bälle. Riesentorhüter, Riesentyp, Kapitän. Von daher ist es Apfel geworden. Links außen muss ich nicht lange überlegen. Uwe Gensheimer ist zurück in der Liga, zurück bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, ich glaube, konstant ohne Ende die letzten Jahre gewesen, auch als Nationalmannschaftskapitän einen Riesenjob gemacht. Und mit dem Gummihandgelenk ganz klar Uwe. Rückraum links, Niko Karabatic. Schön, dass er nicht mehr in der Liga ist für uns, weil er war, ja, ich glaube, vorne wie hinten einer der besten Rückraumspieler überhaupt aller Zeiten. Mikkel Hansen nah dran, aber ich glaube, gerade als Abwehrspieler noch einen Tick besser, Nico. Und 1 gegen 1 unglaublich schwer zu verteidigen. Und ja, gefühlt hat er in jedem Spiel brennt er 100%, immer Vollgas und hat mir immer imponiert. Auf der Mitte Andi Schmid, auch wenn er international, das heißt Nationalmannschaft, nicht ganz so im Fokus steht, weil er mit der Schweiz nicht bei jedem Turnier dabei ist, aber in der Liga mit Abstand der beste Playmaker. Torgefährlich, super mit dem Kreisläufer. Ich glaube, da ist er sowieso der beste Spieler auf der Welt, was die Aktion mit dem Kreis angeht und bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht wegzudenken. Rückraum rechts nehmen wir Olafur Stefansson. Es ist schon eine Weile her, dass er in der Liga war, aber er war auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat eine unglaubliche internationale Karriere hingelegt. War ein sehr, sehr eigener Spieler, so ein verkappter Playmaker auf der Rückraumrechtsposition, aber ja, ein Riesentyp, einer, der Handball gelebt hat auf seine ganz besondere Art und ja, er war, hat eine riesen Karriere gehabt in Spanien und in Deutschland und ja, hat immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Rechts außen, nehmen wir Lasse Swan. Ich kann ja nicht nur die Deutschen nennen. Patrick Götzky ist sicherlich knapp dahinter, aber er als Weltmeister hat in der Nationalmannschaft eine Riesenkarriere gehabt und gefühlt ist er der Mr. 100%. Irgendwie alle Spiele, die man sieht, knallt er die Bälle rein und das in der Konstanz, das ist schon beeindruckend. Deswegen Lasse Swan knapp vor Götzky. Am Kreis gehe ich einer großen Diskussion aus dem Weg und wähle mich selbst mit einem kleinen Augenzwinkern. Es gibt 3 Top-Kreisläufer in Deutschland und es wäre nicht fair, da jetzt einen rauszupicken. Und Kohlbacher offensiv der beste, Pekeler als Gesamtpaket und Winczek in der Art, wie er Abwehr spielt, wie er vorne kämpft. Zwischen den 3 ist es so eng, deswegen bin ich das.